ob sie die Frage gelöst und den Fluch aufgehoben haben, können sie übrigens leicht dadurch überprüfen, ob sie einfach nirgendwo anders mehr hineilen wollen, sondern einfach an diesem Ort alles das schon getan haben, was zu tun gewesen sein wird, und keinen Wunsch, kein Bedürfnis, kein Begehren nach anderswohin, nach anderswo rein haben, sondern nur diese sich kontinuierlich entziehende Oberfläche betrachten, aber den Lockruf, der in dieser sich entziehenden Unmöglichkeit besteht: Du erreichst mich nicht, Apollo, du erwischst mich nicht, ich entziehe mich dir, renne woanders hin, erfülle dort deine Aufgaben, bevor es zu spät für dich ist, dieses sich von mir, der Unberührbaren, wegzuwenden. Eben das nicht zu erfüllen, sondern einfach hocken zu bleiben und das phänomenale Theater der Tragikomödie lächelnd bis verlachend anzublicken in völliger Befriedetheit dadurch, dass man das einzige Auge gewesen sein wird, dass dieses Schauspiel sich zu entfalten erlauben, gewusst haben würde, zu entfalten, zu erlauben, gewusst haben würde. Jetzt ist wieder eine Reinheit der Luft erreicht, dass die Berge über Iria und Kandia in einem einerseits verklärten, aber doch sehr greifbar nahen Schimmer herübermunkeln.